Thank you.
Ich habe das Nest gefunden. Hast du die Eier? Ja, ich habe sie dabei. Hier hast du sie. Waren das wirklich alle? Ja, das waren alle. Auf dass wenigstens diese kleinen Biester nie das Licht der Welt erblicken. Ich schaue mich mal weiter auf dem Hof um. Tue dir keinen Zwang an. Hey du! Dein Schafproblem hat sich erledigt. Das Mistvieh lässt sich nicht mehr blicken. Wow, da hast du es dem bösen großen Wolf gezeigt, was? Pass lieber auf deine Schafe auf, bevor der böse große Wolf es sich anders überlegt. Thank you.
Hey, du. Ich habe da ein leckeres Getränk für dich. Probier mal. Ist extra süß. Ui, gib mal her. Hier, lass es dir schmecken. Und? Lecker, wie das wärmt. Wieso nicht? Keine Ahnung. Tief hat gesagt, du, also ich, weiß von nichts. Magst du noch mehr von dem süßen Zeug? Immer her damit. Hier, trink. Und, wie fühlst du dich? Sehr toll. Fühl mich nur ein bisschen schwummrig. Wieso nicht? Keine Ahnung. Tief hat gesagt... Magst du noch mehr von dem süßen Zeug? Immer her damit. Hier, trink. Und, wie fühlst du dich? Als einer nach dem anderen, ihr zwei, so schnell bin ich nicht. Aber ich darf doch nicht. Hamo, ich will euch helfen. Mir kannst du es sagen. Wirklich? Du hast mein Wort. Na gut, aber nur ein kleines bisschen. Ja. Also, da waren so zwei Typen. Keine Ahnung, wie die heißen. Heißt der eine vielleicht Marek? Kann sehen, ja sowas. Und sie waren voll gemein zu mir. Mama, Marek war voll betrunken. Der mokte mich nix. Was? Der mokte mich nicht. Der schlug mich, aber ich nicht. Tief sagt, ich soll mich wehren. Das mag sie ich. Dann war Marek tot. Leute, sehr böse. Deswegen kann ich es mit zu kahl. Danke, Lev. Du wirst es nicht bereuen. Hey, du. Hey, mir sind da ein paar interessante Sachen über Hamo und dich zu Ohren gekommen. Und was ist es diesmal? Karl sagte so nebenbei, dass sie vor ungefähr 4 Jahren geflohen sind. Da habt ihr Orin zum ersten Mal um Arbeit gebeten. Und? Lev hat gewaltige Kräfte. Mit einer einzigen Handbewegung kann er jemanden erschlagen. Genau wie Hamo übrigens auch. Hamo hat nie jemanden umgebracht. Vielleicht nicht, aber er hat das Zeug dazu. Sergei hatte verdammt großes Glück, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Bitte? Du hast richtig gehört. Hamo hat die ganze Sache gestanden. Du brauchst dich nicht mehr herauszureden. Hä? Ein bisschen Alkohol bewirkt wahrlich Wunder. Es hat wohl keinen Sinn mehr, was? Nicht wirklich. Aber die Sache behältst du für dich, oder? Ich meine, Hamo hat das ja nicht mit Absicht gemacht. Nicht mit Absicht? Patrick erzählte mir da aber was ganz anderes. Was sagt er denn? Dass ihr den Streit und die Prügelei überhaupt erst begonnen habt. Und das mehr oder weniger grundlos. So war es aber garantiert nicht. Marek war betrunken und hat uns so dermaßen herumgeschubst und beleidigt, bis ich irgendwann zurückschlug. Wir rauften und Lev wollte helfen, den Rest kennst du ja. Und was ist mit Patricks Hand? Das habe ich nicht gesehen, aber ich traue Lev nichts Bösartiges zu. Das kann er einfach nicht. Du wirst doch nichts davon weitererzählen, oder? Ich werde nichts verraten. Darauf kannst du dich verlassen. Echt? Danke, Mann. Was willst du dafür? Wenn du schon so fragst, was hast du denn anzubieten? Ich habe leider nicht viel, aber ein paar Roperi könnte ich dir geben. Sagen wir so 30 Roperi.
Klingt gut. Immer her mit der Kohle. Hier, deine 30 Rupiri. Aber ich kann mich doch auf dich verlassen, oder? Klar doch. Hey du, wegen den Arbeitern. Ja, hast du welche gefunden? Ja, er kommt vom unteren Viertel der Stadt. Kenn ich schon. Er hat mir schon erzählt, dass du ihn hierher gebracht hast. Auf Orins Hof hat sich jemand anwerben lassen. Sehr gut. Hast du noch jemanden gefunden, der bei mir arbeiten möchte? Nein, es ließ sich niemand mehr finden. Na gut, dann will ich dich nicht unnötig umherschicken. Zwei Arbeiter sind zwar nicht gerade optimal, aber es wird funktionieren. Für deine Mühen möchte ich mich natürlich erkenntlich zeigen. Zeig mir deine Ware. Greif zu. Was hast du anzubieten? Diverses. Schau dich einfach mal um und sag Bescheid, wenn dir etwas gefällt. Was hast du anzubieten? Den Überseehandel. Schau einfach mal rein. Wer weiß schon genau, was es da gibt. Der arme Kerl kann einem leid tun. Irgendwann muss der Schiffverkehr ja wieder laufen. Hey du! Riesig, mit vielen gefährlichen Viechern. Ins Ödland will ich bestimmt nicht. Nicht mehr hören. Immerhin haben. Das liegt doch auf der Hand.
Daran wird sich nie etwas ändern. Wer weiß schon genau, was es da gibt? Auf wen wartet ihr hier? Was ist los? Ich und Adrian warten nur noch auf dich. Wir wollen uns die Pyramide ansehen. Ach, die ist morgen auch noch da. Wusstest du eigentlich schon, dass mich die Kultur von Sumpfbewohnern morgens am meisten interessiert? Jetzt red hier mal nicht so wirres Zeug und mach dich fertig. Wir wollen baldig los. Such dir deine Ausrüstung zusammen oder was auch immer du aus dem Lager noch mitnehmen willst. Adrian und ich warten bei der ersten Pyramide auf dich. Daran wird sich nie etwas ändern. Ah, na also, da ist ja unser Neuzugang. Diesmal sind wir jedoch nicht mehr zum Plaudern hier. Schon klar. Weißt du denn, wie viele es überhaupt insgesamt sind? Wenn du mir nicht ständig ins Wort fallen würdest, wären wir jetzt schon dreimal fertig. Es sollten 4 an der Zahl sein. Der erste lässt zumindest darauf schließen. Und du meinst, dass wir heute einen weiteren finden werden? Wenn wir uns nicht völlig dämlich anstellen oder großes Pech haben, schon. Du solltest jedenfalls schon mal deine Schwerter wetzen. Die brauchst du nämlich gleich. Hast du weitere Informationen für mich? Viel passiert hier nicht. Wie du sicher gesehen hast, befinden sich alle Vertreter hier. Glücklicherweise sind aber Flint und Cortez für die Jungs zuständig. Ich hatte ja das Vergnügen, beide kennenzulernen. Scheinen ganz ordentliche Kerle zu sein. Keine Arschlöcher, die man sonst in diesen Positionen findet. Lass uns losgehen und deine Pyramide suchen. Dann also los. Folgt mir und haltet unterwegs die Augen offen. Die exotischen Waren können wir jetzt ja vergessen. Wer weiß schon genau, was es da gibt. Ich habe sie also wiedergefunden. Gut. Was jetzt? Kein Plan. Ich weiß nicht, wie wir aus dieser Pyramide was rausholen sollen. Schon wieder so ein Mistvieh. Ein Mistvieh weniger. Ein Mistvieh weniger. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Ein Mistvieh weniger.
Was machen wir jetzt hier? Die Pyramide ist tatsächlich mit der vor dem Lager identisch. Irgendetwas Wichtiges ist definitiv hier drin. Und wie kommen wir da jetzt dran? Tja, wenn wir mal wüssten, wie dieser Typ, der zu Cortez gehörte, das geschafft hat, wäre das mal nicht schlecht gewesen. Aber siehst du diese Steine an den Ecken des Pyramidendaches? Die gehören wahrscheinlich zu einem Mechanismus. Wir könnten die ja mal irgendwie betätigen und etwas rumprobieren. So wie ich die Erbauer derartiger Architekturen kenne, wird es da eine vorgegebene Kombination geben. Und Versuch und Irrtum. Nach der Methode kannst du das im Extremfall 256 Mal versuchen und so lange will ich hier auch nicht bleiben. Kann es denn Konsequenzen geben, wenn man was falsch macht? Ich überlege gerade. Vielleicht kann man es auch gar nicht falsch machen. Wir sind bisher in unseren Aufzeichnungen noch nie auf irgendwelche Arten von Schaltern gestoßen. Die Orks haben den Tempel im Krieg verschlossen und sie konnten damals nicht wissen, wann sie ihn wieder würden öffnen können. Eine zu komplizierte Verschlüsselung wäre fatal, wenn eigene Aufzeichnungen darüber möglicherweise verloren gegangen wären. Und was sollen wir jetzt machen? Betätige jeden dieser Schalter aus Stein einmal und dann sehen wir weiter. Auch damit hatte ich nicht gerechnet. Verdammt, was war das? Ein offenbar durch Magie wiedererwecktes Lebewesen. Und wenn ich mir das so ansehe, war es doch sinnvoll, dass wir zu dritt hier waren. War das die falsche Kombination? Ich weiß es nicht, ist ja auch einerlei. Was du da hast, sieht mir ganz nach einem Splitter aus, den wir suchen. Und an diesem Ort mache ich mir über sowas garantiert keine Gedanken. Also wieder zurück zum Lager? So schaut's aus. Wir haben, was wir wollten. Und das sogar überraschend schnell. Können wir jetzt wieder zurück ins Camp? Ja, wir haben den Splitter. Ich gehe vor. Genau das habe ich auch gesagt. So, da wären wir. Ah, einige Probleme. Warte mal. Wiedersehen macht Freude. Mal mehr und mal weniger. Nun müssen wir uns jedenfalls mal absprechen, wie es weitergeht. Markus und ich werden zusammen was machen müssen. Wer weiß schon genau, was es Aber dafür kannst du mir mal den Splitter geben. Den werden wir gleich noch brauchen. Gut, wann seid ihr denn soweit? Seit... In ein paar Stunden vielleicht. Hoffe ich zumindest. Margus war schon immer ein Perfektionist. Noch was. Diese Spruchrolle, die ich im Sumpf versenken sollte. Ah ja. Was ist denn damit? Die ist übrigens vor meinen Füßen explodiert. Genau das war nicht ich gerade auch angenehm. Ich hab gesagt, du sollst sie loswerden und sie dir nicht vor die Füße werfen, um abzuwarten, was wohl passiert. Mit mir kann man sowas nicht machen. Ich konnte irgendwie nicht anders. Ist schon recht. Aber tu dir selbst einen Gefallen und erzähl Margus nichts davon. Warum nicht? Weißt du noch beim Treffen auf der Pyramide, als Margus erwähnte, dass er auf magische Weise den Sumpf nicht fotografieren konnte? Dass du diese Spruchrolle zur Selbstentzündung gebracht hast, wird wohl ein guter Grund dafür sein. Wie das? Was Margus da versucht hat, hatte viel mit Geduld und Ausdauer zu tun. Stell es dir vielleicht wie ein Kartenhaus vor, das du durch einen Windstoß zum Einsturz bringst, um es verständlich darzustellen.
Vergiss die Sache einfach. Das ist vergangen. Und nun gibt es Wichtigeres. Denn schon freiwillig hin? Immerhin haben wir die Goldmine. Zwei sind gefunden, zwei gesucht. Einem Ziel sind wir näher. In etwa. Also, so wie ich das sehe, müssen wir jetzt die beiden anderen Pyramiden im Sumpf finden und ihnen ihre Splitter entnehmen. Die zwei, die ihr habt, passen doch zusammen, oder? Sie sind Teil eines Ganzen. Wessen werde ich die kommenden Stunden erfahren? Worauf willst du hinaus? Die geborgenen Fragmente werde ich an mich nehmen und versuchen, einen möglichen Zugang in den gesuchten Tempel freizulegen. Ist das gefunden, wird sich der Zweck der Segmente offenbaren. Heißt das, wenn die Teile irgendwie die Tempeltür öffnen könnten, haben wir erst Gewissheit, überhaupt diesem Buch hinterher zu suchen? So ist es. Ja, also ich wollte mich gerade auf die Suche nach dem dritten Splitter machen. In Begleitung, versteht sich. Jedenfalls... Flint und Cortez, die Repräsentanten ihrer Fraktionen, sollten dies ermöglichen. Gut, da sage ich nicht nein. Ich werde sie fragen. Aber wer kümmert sich um das Lager? Adrian wird vor Ort bleiben. Was wird er sich freuen? Also, du wirst dann, nehme ich an, auch irgendwann in den Sumpf aufbrechen. Gibt es noch etwas zu klären? Fürs Erste ist alles gesagt. Den Überseehandel können... Daran wird sich nie etwas ändern. Du hast jetzt eine nette Beschäftigung als Abwechslung. Dann schieß mal los. Margus kam auf die Idee, dass wir mit Cortez nach der dritten Pyramide im Sumpf suchen. Hört sich gut an. Mit Cortez habe ich eigentlich kein Problem und man soll ja mal die Welt gesehen haben, was? Die Aussicht wird bestimmt wunderbar. Mhm, mit Sicherheit. Also, ich sag mal, gegen drei bei der Pyramide vor dem Lager. Cortez ist das hoffentlich recht. Jetzt hat es uns wohl zusammengeführt. Wir sollen mit Flint nach der dritten Pyramide im Sumpf Ausschau halten. Ja, ja. Adrian ließ mich bereits informieren. Wieso? Was ist denn? Hat er das jedem auf die Nase gebunden? Nein, nur mir und Flint, da er sich in unserer Abwesenheit fast komplett um Lager und Leute kümmern muss. War nicht so angetan davon. Aber gut, wir gehen dann in den Sumpf und machen uns auf die Suche. Sag Flint noch Bescheid. Wir treffen uns dann gegen drei bei der Pyramide. Wär mir ganz recht. Zeig mir deine Ware. Ja.
Zeig mal, was du hast. Ich habe sicher etwas für dich. Was hast du anzubieten? Ist nicht viel. Schließlich wurde ich ja kürzlich ausgeraubt. Hey. Ich brauche Informationen. Zeig mir deine Ware. Krieg und Zwietracht entstanden aus dem Streben der Götter, die Werte der anderen auszugleichen oder umzugehen. Zeig mal deine Waffen. Sieh dich ruhig um. Hey, du! Da soll irgendwo im Norden ein Sumpf sein? Hört, ihr Bewohner von Asun,
Mit sofortiger Wirkung wird die Stadt mit der hiesigen Akademie Fisch, und dem freien Lager kommt und betrachtet meinen Fisch in den Sumpf unternehmen. Sinn und Zweck dieser Unternehmung unterliegen strengsten. Lass mich mal deine Wahl anschauen. Gefangener Süßwasserfisch, köstlich wie nirgendwo sonst. Lediglich zu eurer allgemeinen Information. Mich fragt ja keiner. Ob ganz, entschuppt oder filetiert, alles dabei. Sie mögen es gebraten oder gar geräuchert. Man hört doch immer wieder diese Gruselgeschichten. Warte mal. Was verkaufst du? Ich handel mit Kräutern und Tränken. Mich fragt ja keiner. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Ins Ödland will ich bestimmt nicht. Dann zeig mal dein feinstes Handwerk. Schau dich ruhig um. Du wirst nicht enttäuscht sein. Hey du. Ich habe gehört, du hast Pfeilzubehör. Kannst dich ja mal umsehen. Ich möchte Buchs abholen. Gut, du warst fleißig. Hier hast du ein paar Bucks. Man muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. Den Überseehandel können wir ganz vergessen. Kerker kann einem leid tun.
für den Fürsten. Für den Fürsten. Genau das habe ich auch gesagt. Ich sehe schon, wir sind alle da. Zumindest das hat vorerst geklappt. Hat jemand konkrete Vorschläge, wo es langgehen soll? Wenn einer von euch noch etwas erledigen muss, dann sollten wir warten. Ansonsten immer der Nase nach. Ich rieche hier nur Schlamm und modrige Luft. Jetzt mal ernsthaft. Hat Margus dir gesagt, wo das Ding in etwa liegen könnte? Irgendwie weiß ich selber manchmal nicht, was er meint oder sagt. Aber eine Richtungsangabe war meines Wissens nach nicht dabei. Wer weiß schon genau, was es da gibt. Dann werden wir wohl suchen müssen. Ich hoffe nur, dieses Tal ist nicht allzu groß. Warst du eigentlich schon mal im Sumpf? Ich war es bisher nicht. Das hätte ich dir vorher. Na, bis jetzt ergab sich noch nie die direkte Gelegenheit. Werde jetzt wohl aber auch nicht mehr drum herum kommen. Geh du erst mal voran. Man muss eben wir bleiben dicht hinter dir. Zumindest bis ich mich an diese Umgebung etwas besser gewöhnt habe. Die exotischen Waren können wir jetzt ja vergessen. Saublödes Vieh! Diesen Drecksviechern. Nein, ist viel weniger. Ich glaube, ich habe da hinten was Interessantes gefunden. Lasst mich jetzt mal vorgehen. Ich will mir das näher ansehen. Ein Mist viel weniger.
bist viel weniger. Ist viel weniger. So ein saublödes Vieh. Das Ding hier kommt mir wohl bekannt vor. Habe ich hier schon zweimal gesehen. Wir sind jetzt hoffentlich am richtigen Ort. Gut, wir sind hier. Und was jetzt? Irgendwie müssen wir nun an diesen Splitter kommen, der im Gestein liegt. Bei der letzten waren so ein paar Schalter hier, die wir betätigt haben. Sowas Ähnliches gibt's hier doch auch. Genau. Adrian meinte letztes Mal, wir sollen irgendeine Kombination nehmen. Sehr viele Alternativen dürften wir jetzt auch nicht haben. Dann also los. Nicht so schnell. Als ich das kürzlich gebracht habe, ging gleich so ein untotes, wiedererwecktes Etwas auf uns los. Da hatte Adrian auch noch seinen Spaß mit. Stell dich schon mal drauf ein, dass wahrscheinlich wieder irgendwas Unangenehmes passiert. Ich bin bereit. Ich hoffe, du und Cortez seid es auch.
voll, saublödes Vieh. So ein saublödes Vieh. Bring mir was bei. Bring mir bei, wie man mit Einhandwaffen kämpft. Ist viel weniger.
Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Endlich. Ich dachte, das wird gar nichts mehr mit dir. Was ist los? Wo sind wir und was ist passiert? Weiß ich nicht genau. Da solltest du eher einen Magier fragen. Aber als du dir diesen Splitter vom Steintisch genommen hast, hat dich wohl irgendwas erwischt und du warst weg. Äußerliche Verletzungen habe ich an dir keine feststellen können. Da bin ich mal davon ausgegangen, dass die Magie aus dem Artefakt dafür verantwortlich war. Flint hat das Glück wohl ebenfalls verlassen. Dieser untote Ork ist wie ein Wahnsinniger auf uns losgegangen. Hat ihn am Bein erwischt. Tja, da war eigentlich klar, dass wir so unmöglich zurück können. Aber jetzt bist du ja wieder auf den Beinen. Da wird das hoffentlich wieder. Wie fühlst du dich? Noch etwas benommen, aber sonst recht gut. Wie soll's jetzt weitergehen? Wir müssen wieder zurück. Hast du mal nach draußen geguckt? Es ist mitten in der Nacht. Da werde ich nicht mehr im Sumpf rumrennen. Wir werden hier wohl oder übel übernachten müssen und dann morgen wieder das Lager suchen. Na, das ist ja perfekt. Dann noch mitten im Sumpf in so einer Steinbehausung übernachten. Bestens. Können wir nicht wenigstens ein Feuer anmachen? Womit denn? Alles Holz hier hatte jahrzehntelang Zeit, feucht zu werden. Den Komfort gibt's hier wohl nicht. Und wenn du nichts dagegen hast, würde ich mich jetzt erstmal ausruhen. Hab erstmal genug. Wie sieht's bei dir aus? Weilst du noch unter den Lebenden? Teilweise mehr als du, möchte ich behaupten. Warst ja richtig weggetreten von dem Ding. Geht so. Jetzt bin ich wieder auf den Beinen. Apropos, wie geht's deinem? Die Schmerzen haben nachgelassen. Aber gut laufen kann ich noch nicht. Muss ich aber jetzt zumindest auch noch nicht. Sowas wie Schüttelfrost habe ich gerade noch. Könnte jedenfalls besser sein. Nicht gut. Wir müssen irgendwie wieder ins Lager zurück und ewig hierbleiben können wir auch nicht. Da will ich mir jetzt noch keine Gedanken drüber machen. Warten wir ab, bis es hell ist und man halbwegs wieder was sehen kann. Aber wo du gerade hier bist, hast du zufällig was zum Essen mit? Von mitleidigen Worten werde ich auch nicht satt. Hier hast du einen Schinken. Das hilft doch schon mal weiter. Besten Dank. Hier hast du eine Fischsuppe. Das hilft doch schon mal weiter. Besten Dank. Hier hast du einen Eintopf. Das hilft doch schon mal weiter. Besten Dank. Hier hast du ein Brot. Das hilft doch schon mal weiter. Besten Dank. Ich fühle mich schon viel besser. Was ist hier überhaupt passiert, als ich abwesend war? Also, dass wir gegen dieses Biest gekämpft haben, hast du ja noch mitbekommen. Muss wohl recht hartnäckig gewesen sein. Allerdings. Es zeigte sich zumindest nicht so beeindruckt, als ich es mit einem Pfeil in den Nacken getroffen hatte. Und da hat es dich am Bein erwischt. Leider ja. Dachte erst, das hält sich in Grenzen. Bin aber beim Abstieg von der Pyramide beinahe die Treppen runtergepurzelt, als wir dich rübertragen wollten. Hat dann aber auch so funktioniert. Aber wir waren beide etwas ratlos, was dieses Artefakt mit dir gemacht haben könnte. Ansonsten haben wir dann auch nicht mehr viel gemacht. Konnten wir ja auch schlecht. Zurückgehen war erstmal nicht wirklich drin. Was sagst du eigentlich zum Sumpf? Wir haben ja heute so einiges gesehen. Manches wollte ich lieber nicht gesehen haben. Aber ja, was willst du hören? Ist nach wie vor feucht, stickig und gefährlich.
Oder worauf willst du hinaus? Ich meine weniger irgendwelche exotischen Viecher, sondern die ganzen Ruinen und Überbleibsel. Gehen dir da nicht auch irgendwelche Gedanken durch den Kopf? Manchmal, ja. Ist irgendwie ein interessanter Gedanke, eine Kultur überlebt zu haben und über ihre Überreste zu schreiten. Da fragt man sich, was man in ein paar Jahrzehnten oder noch später über diese Insel denken wird. Ja, ja, alles ist vergänglich. Wie hast du die Pyramide eigentlich gefunden? Die hätte doch sonst wo sein können. Keine Ahnung. Ich schätze, ich hatte irgendwie auch Glück. Eigentlich hatte ich was anderes gesehen, was ich mir anschauen wollte. Das war dann aber doch nichts. Ich bin dann einfach mal weitergelaufen und habe das Ding hier irgendwie gefunden. Weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe. Zumindest können wir so einiges erzählen, wenn wir wieder zurück sind. Ja, wenn. Ich hoffe mal möglichst bald. Immer noch erschöpft von den Strapazen? Es sind weniger irgendwelche Ereignisse, die mich manchmal auslaugen. Eher der Stress, der damit verbunden ist. Ich kann wohl verstehen, wenn das alles für die Magier möglichst schnell ablaufen soll. Das macht's aber auch nicht besser. Da sehne ich mich schon nach meinem Platz in der Stadt. Ist zwar auch fordernd, aber da kann auch mal Ruhe einkehren. Das Klima ist nebenbei auch besser. Hat Rhonda momentan die Aufsicht? Ja, ich denke und hoffe mal, er kommt klar. Sehr viel schlechter kann's ja nicht mehr werden. Ach, sag das mal nicht. Da würde ich nichts drauf verwetten. Willst du von dort nicht mal weg und was anderes machen? Sicher, aber erstmal nicht. Was willst du eigentlich machen, wo wir schon dabei sind? Den Rekruten bist du ja schon beigetreten. Früher oder später den Fürsten aufsuchen und hoffen, dass ich irgendwann wieder zurückkomme. Ach ja, richtig. Diese Geschichte war das? Immer noch? Du kamst doch aus der Arena. Mhm. Irgendwas muss ich ja machen. Oh Mann. Aber was soll's. Ich könnte da sowieso nichts dran ändern. Nur diese Sache mit der Arena gefällt mir gar nicht. Da wurde zwar untersucht, aber ich traue diesem Servitor nicht. Also, ich bin da nicht freiwillig drin gelandet. Glaub ich dir sogar. Wie ein Verbrecher schaust du mir auch nicht aus. Irgendwas stimmt da nicht. Ich hoffe, da tauchen mal handfeste Beweise auf. Zum Beispiel? Was weiß ich? Verbindungsmänner, Finanzierungen, Kontakte. Am besten mal alles. Ich fürchte, das läuft darauf hinaus, dass wir irgendwann über einen Hinweis stolpern oder dieser Typ mal richtig Mist baut. Wie lief das bei der Expedition eigentlich ab? Hat Hamilkar, Oryk oder der Fürst mit dem Finger auf dich gezeigt und gesagt, dass du die Rekruten in den Sumpf führen sollst? Das müssen wohl Oryk und Hamilkar zusammen gemacht haben. Fürst Albrecht hat der Aktion seinen Segen gegeben und dann haben die das abgesprochen. Da war wohl ewig im Gespräch, ob Teile der Garde in den Sumpf sollen oder nicht. Natürlich. Als klar war, dass das freie Lager sich parallel Überlegungen macht, wurde aus Expedition und Wissenschaft schnell mal Politik. So ungefähr stimmt das wohl. Muss anscheinend eine ganze Zeit darum gegangen sein, wie man Wulfgar was in die Speichen werfen kann. Am Ende sollten nur Rekruten Unterstützung leisten und Hamilkar sollte das organisieren. Der wird sich aber bedankt haben. Ja, da lagen zu dem Zeitpunkt einige Nerven blank. Wird bei denen im Tempel aber wahrscheinlich nicht anders gewesen sein. Und Hamilkar meinte dann, dass ich das machen soll, hat Rekruten und allerlei Ausrüstung zusammengestellt und mir das dann mit den Anweisungen überlassen. Mit allem sind wir dann zur Akademie, sind dann zum ersten Mal auf Flint und seine Leute gestoßen und wir zwei haben mit Karador, Margus und Adrion dann alles Wichtige abgesprochen. Im Sumpf hieß es dann erstmal, sich so mit allem einzurichten und diese Plattformen aufzubauen. War auch nicht ganz einfach und ich glaube, ohne die Magier nicht machbar gewesen. Die erste Pyramide konnten wir sichern. Kurz darauf gingen eigentlich schon wieder die Zwistigkeiten zwischen Stadt und Lager weiter, was die Sache nicht gerade vereinfacht hat. Da standen wir uns wieder gegenüber, die Magier dazwischen. Und bis vor kurzem wusste kaum jemand, wie es eigentlich weitergehen sollte. Jetzt geht's ja weiter, was? Jetzt sitzen wir vor allem erstmal mitten in der Nacht in so einer alten Ruine im Sumpf. Da könnte ich mir auch was Besseres vorstellen. Weißt du noch, gestern oder vorgestern? Da standen wir alle noch gemütlich auf der ersten Pyramide und haben geredet. Ja, hat mir irgendwie besser gefallen. Auch wenn die drei eher geredet haben. Zumindest wussten sie, worüber sie reden. Ich hoffe es mal.
Was war das eigentlich für ein Typ vor dir, der auf einmal meinte, fliegen zu können? Eigentlich sogar ein recht vielversprechender. Der hat halt irgendwie den ersten Splitter zufällig gefunden, indem er wohl ein paar Hebel und Schalter an dem Ding umgelegt hat. Also eigentlich so ähnlich wie heute eben auch. Margus gefiel das wohl nicht sonderlich. Nein, nicht wirklich. Sonst ist er ja relativ ausgeglichen, aber da, naja. Er machte jedenfalls recht deutlich klar, dass wir nicht einfach mal an irgendwelchen Schaltern spielen sollen. Niemand könne wissen, was das bewirkt und so weiter. Hat er ja auch eigentlich recht. Da kam aber keine so seltsame Gestalt ans Tageslicht wie heute? Nein, das hätte ich mitbekommen. Und was war mit deinem Mann? Ach, der war den ganzen Tag irgendwie durch den Wind. Am Abend jedenfalls hat er sich wohl zu viel von Morris besonderem Kraut reingezogen. Der war einfach nur noch zu, ist dann auf diese Plattform geklettert, ein anderer folgte ihm sogar noch, hat dann was zur Pyramide gebrüllt und dass er rüberfliegen wolle. Klingt interessant. War vor allem ziemlich beschissen, hat sich das Genick gebrochen. Adrian und ich haben noch versucht, da was zu machen. Aber naja, die anderen Jungs und ich haben ihn dann provisorisch beisetzen müssen. Möge er in Frieden ruhen. Ist die Nacht eigentlich noch lang? Genau weiß man das ja nie, aber ich würde sagen, ein paar Stunden sind das noch. Ein paar Stunden? Was sollen wir bis dahin denn machen? Schlafen, ausruhen. Eigentlich das einzig Vernünftige. Oder du kannst nach Flints Bein sehen, aber ich glaube, der macht sich auch erst morgen wieder Gedanken darüber. Kommt ihr denn so klar? Geht wohl. Wir haben noch eine ganze Zeit lang geredet, als du weg warst. War schon zielführend. Und wie soll's dann weitergehen? Weißt du überhaupt noch den Weg zurück? Also, ich nicht. Hier sieht alles gleich aus. Flint hat diese Pyramide gefunden. Da wird er auch den Rückweg finden. Außer wenn das hier noch... Ja, verdammte Scheiße! Was war das denn? Bricht hier was zusammen? Oder wird dieser Sumpf jetzt endgültig geflutet? Das kam von draußen. Von links neben der Pyramide, glaube ich. Ich bleibe hier. Geh du mal raus und schau, was da draußen passiert ist. Margus, was... bist du es? Selten war ich anders. Verdammt, was machst du denn hier? Und vor allem, was hast du hier gerade getan? Ich plante, einen Zugang zum Tempel offenzulegen. Nun, er liegt vor dir. Was denn? Dieses kreisförmige Etwas soll ein Eingang sein? Und dann noch in der Horizontalen? Diese Pforte ist versiegelt. Der erhellende Stein offenbart es. Der opportune Schlüssel bricht es. Wo du von Schlüsseln redest. Wir haben einen weiteren Splitter gefunden. Und die Pyramide, in der er eingeschlossen war, liegt wohl direkt neben diesem Zugang. Das eine schließt das andere nicht aus. Aber was soll das überhaupt für ein Tempel gewesen sein, den man dann quasi nur durch das Dach betreten kann? Ein solcher, den Natur und Zeit prägten. Dieses Tal ist nicht mehr das solche wie vor Dekaden. Umbrüche und Veränderungen begruben den Ort wie seine Bauten. Manche wurden zerstört, andere besiedelt und diese verschlossen. Könnten unsere Splitter zusammengesetzt den Eingang öffnen? Es ist realisierbar. Ah, wie schön. Ich weiß nicht, wie lange du schon hier bist oder wie du hierher gefunden hast. Aber ist es vielleicht auch realisierbar, dass du uns irgendwie hilfst, von hier wieder wegzukommen? Flint kann nicht mehr gut laufen und ich hatte vom dritten Splitter irgendwas abbekommen. Da haben wir uns gegenüber von dieser Pyramide niedergelassen, bis wir draußen einen Knall gehört haben. Ich werde es in die Wege leiten.
Ja, ich bin hier. Und ihr auch noch. Magus, was war das eigentlich eben alles? Erst werde ich von diesem Artefakt ohnmächtig, dann gibt es im Sumpf Geräusche, von denen man meinen könnte, hier ziehe ein Sturm auf, und dann bist du plötzlich irgendwo im Sumpf bei ein paar Ruinen und hast einen Eingang gefunden. Vielleicht. Dies sollen jedoch nicht Zeit und Ort sein, um zu reflektieren. Ich vermute, ein Massenteleport läge in eurem Interesse. Hauptsache, wir kommen hier weg. Nun ruhet aus. Sprechen wir vorerst nicht von Wegen, die hinter euch liegen oder noch gefunden werden müssen. So ganz synchron war der Teleport ja nicht. Wieso eigentlich? Dies zu begreifen, obliegt keinem Laien der Magie. Und was heißt das jetzt konkret? Ich hatte mich eigentlich äußerst präzise ausgedrückt. Nun geht und ruht.